Hallo und willkommen zum neuen Video. Ein Bubblegum Magic Custard Cake. Das ist ein Kuchen, der sieht etwa so aus. Wahrscheinlich könnt ihr das jetzt nicht gut erkennen. Ich zeige euch den gleich nochmal in einer anderen Perspektive und etwas schärfer und vor allem näher. Wie kam ich dazu? Und zwar durch den Kanal One Kitchen, A Thousand Ideas von Julia, einer dänischen YouTuberin. Ich habe den Kuchen bei ihr auf dem Kanal gesehen und habe sie gefragt, ob sie was dagegen hätte, wenn ich ihn nachmachen würde. Nein, das hat sie nicht. Sie würde sich sehr freuen, darum habe ich das gemacht. Julia, this is the cake I made, the bubblegum cake. Thank you so much. Und den Kanal von ihr verlinke ich euch gerne unten in der Infobox, denn sie hat super, super tolle Ideen und tolle Gerichte und Kuchen. Echt super gut. Ihr müsst auf alle Fälle ihren Kanal besuchen und abonnieren, nicht vergessen. Ich würde mal sagen, ich hopse mit euch gleich in die Küche und dann seht ihr, wie ich den Kuchen zubereite. Aber vorher noch zeige ich euch von einer anderen Perspektive, damit ihr auch seht, was ich damit meine. Das ist der Kuchen. Ihr könnt sehen, es gibt zwei Schichten. Einmal die untere Schicht, das ist eine Art Puddingschicht, und darüber eine etwas weichere Schicht. Das ist die Cake-Schicht. Normalerweise bestehen die aus drei Schichten, aber naja, mir ist das nicht so zu 100% gelungen. Das macht aber nichts, denn ich habe das ja zum ersten Mal gemacht. Das nächste Mal wird es besser. Also im Grunde besteht die Idee darin, dass dieser Kuchen aus drei Schichten besteht. Wie gesagt, einer unteren, festeren Puddingmasse. Dann kommt eine etwas softere und darüber eigentlich, wo hier das Braune ist, also die kleine Kruste, da kommt eigentlich der Kuchen. Das ist bei mir halt nur diese obere Schicht, die kleine Schicht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Bis bald. Tschüss. So, das sind die Zutaten für den Bubblegum-Kuchen. Oben rechts sind es einmal Eigelbe und Eiweiß und daneben die rote Farbe und das Bubblegum-Extrakt. Los geht's im nächsten Schritt. Ich nehme den Puderzucker und die vier Eigelbe und das alles schlage ich schaumig. Und so sollte es am Ende aussehen. Im nächsten Schritt nehme ich die Vanillestange und kratze das Mark heraus. Und alles gebe ich dann in die Milch, die ich auf den Herd stelle und zum Kochen bringe. In die Puderzucker-Eigelbe-Mischung gebe ich die geschmolzene Butter dazu, anschließend das Mehl und das Salz. Und das alles verrühre ich noch einmal mit den Schneebesen des Handrührgeräts zu einer schönen gebundenen Masse. Sobald die Milch einmal aufgekocht ist und etwas abgekühlt ist, gieße ich sie durch ein Sieb in die Eier-Puderzucker-Mehlmischung und verrühre dies noch einmal kräftig zu einer schönen, homogenen, flüssigen Mischung. Und jetzt gebe ich einige Tropfen der roten Lebensmittelfarbe dazu. In dem Fall war es etwas rosa als anstatt rot. Und anschließend noch ein paar Tropfen von der Bubblegum-Essenz. Das waren, glaube ich, etwa 4-5 Tropfen, nicht mehr, weil das sehr intensiv ist. Und das alles verrühre ich noch einmal schön miteinander. Am Ende noch einmal die vier Eiweiße steif schlagen und mit ganz viel Ruhe und Besonnenheit müssen dann diese Eiweiße, wenn die steif geschlagen sind, unter diese flüssige Masse gehoben werden. Das heißt, nicht einrühren, wirklich mit sehr viel Liebe unterheben. Bis anschließend, wenn das soweit ist, das nimmt etwas Zeit in Anspruch, so eine schöne, fluffige und luftige Masse entsteht. Und diese gebe ich dann in eine kleine Backform, die ich mit Backpapier ausgelegt habe. Und wirklich, sie bleibt so flüssig bis zum Ende und geht dann in den Backofen. Und wenn das gleich fertig ist, sieht der Kuchen direkt nach dem Backen so aus.
Er fällt dann noch in sich zusammen, was auch sein muss, damit dann diese puddingartige Konsistenz im Innern des Kuchens entsteht. Und so sieht er am Ende aus. Eigentlich 3 Schichten, bei mir sind es leider 2 geworden, das macht nichts. Am Ende war ja sowieso sehr, sehr lecker und mit dem Bubblegum-Geschmack doch relativ witzig und, naja, etwas Neues für mich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!